Hallo und herzlich willkommen zu UDTR. Heute Spieltag 5. Es geht ran gegen Noctos. Nachdem wir letzte Woche 5-0 gegen Ox gewonnen haben, stehen wir wieder ganz gut in der Tabelle. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt hier den nächsten Sieg einfahren können, was sehr, sehr hilfreich wäre natürlich. Team finde ich ein bisschen schwierig. Ja, Mascagato hat er, was ich sehr wahrscheinlich sehe, was ein großes Problem werden kann. Aber dafür habe ich zum ersten Mal heute unser Fruyal dabei mit dem Scarf-Set und hoffe, den irgendwie trappen zu können. Das wäre sehr geil. Resladero, davor habe ich ein bisschen Angst tatsächlich. Traunmagie sehe ich jetzt nicht unbedingt. Delfinator super gefährlich. Ich sehe ihn mit einem Bulk-Upset. Und ja, ich habe halt Toxic-Quark, deswegen kann er eigentlich kein Choice-Set spielen, weil ihn das halt hart zurückwerfen könnte. Aber jetzt, nachdem ich heute seinen Kampf gesehen habe, glaube ich, er würde gar keinen Sinn Headbutt drauf spielen und ich hätte einfach mein Toxic mitnehmen können, was ich jetzt natürlich zu Hause gelassen habe. Nur deswegen. Ja. Gran Fogita sehe ich tatsächlich, dass er den irgendwie mitnimmt. Der ist halt nervig. Sein Rotom Frost ist ein Terra-User. Mit Elektron Stahl kann er auch mitbringen tatsächlich. Viscogon sehe ich. Koloval glaube ich tatsächlich nicht, dass er den dabei hat. Qualelu sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Umbreon auf jeden Fall, speziell defensiv. Also Nachtara sehe ich auf jeden Fall. Super nervig. Kolossand sehe ich an sich nicht so stark, aber er kann ihn trotzdem mitbringen. Also er kann ihn schon dabei haben. Und Lashoking sehe ich an sich jetzt auch nicht unbedingt. An Lashoking kann man eigentlich immer irgendwie mit einbauen. Und ich hoffe fast, dass er dabei ist, weil ich den Hagel ausnutzen möchte, beziehungsweise den Schnee. Mit meinem Voltrian. Ich habe nämlich extra den Meteorologen drauf, um dann ein potenzielles Kolossand zu treffen mit einer Eisattacke. Oder ein Viscogon. Das wäre ziemlich witzig eigentlich. Dann habe ich ein Standard Didi Brutalander dabei. Habe ein Sub Nasty Plot Juju mitgebracht. Wolverock mit Sash und Konter, damit ich irgendwie noch was gegen hier Delfinator machen kann, falls irgendwie zum Setup kommt und ich Hazards verhindere. Dann habe ich ein Scarf Royal dabei und eben ein Cherox mit Lefties, was hier einfach Setup machen soll und das vielleicht mal weiter passt. Ja, gut, und dann sehen wir uns direkt auch im Kampf wieder. Bis gleich. So, ich bin gespannt, was er dabei hat. Also, meine Vorbereitung, also mein Team könnte halt komplett nach hinten losgehen, je nachdem, welche Mons er dabei hat und vor allem welches Satz er spielt. Also, ja, okay, das kann man fast immer sagen, aber hier kann es wirklich einen gewaltigen Unterschied machen, tatsächlich. So, Noctus haben wir gefunden. Was hat er Schönes dabei? Ja, okay, er hat Palafin, war klar, also Delfinator. Er hat Lashoking, er hat wirklich sein Hagel dabei, okay. Also sein, hier, Koloval. Er hat Viscogon dabei, Gran Fogita und Nachtara. Er hat kein Meowscarada da dabei, also Mascagato. Das ist natürlich irgendwo geil, aber auch blöd, weil jetzt mein Froyal ziemlich nutzlos ist. Er hat kein Kolossand dabei, das heißt, wir können Free für einen Volt Switch gehen. Womit möchte er leaden? Gute Frage tatsächlich. Womit würde er denn hier wahrscheinlich leaden? Ich habe actually keine Ahnung. Gran Fogita könnte ich mir im Lead vorstellen. Gran Fogita, nee, das könnte auch einfach Delfinator-Lead kommen. Was mache ich gegen Gran Fogita-Lead? Jinbei ist halt riskant, wenn er mit der. Ich muss eigentlich fast mit Voltrian leaden, was mir jetzt echt nicht unbedingt gefällt. Okay, er hat wirklich den Hagelchor dabei. Damit habe ich nicht gerechnet. Also Koloval habe ich echt nicht gesehen. Da muss ich wirklich aufpassen, weil ich auch keine Hazards jetzt dabei habe. Ich habe zwar Prios, aber ja, der hat ja auch eine Prio. Okay, ja, muss ich aufpassen. Muss ich wirklich aufpassen. Gran Fogita Lead wäre jetzt echt nervig, tatsächlich, wenn er dann direkt die Tarnsteine oder sowas legt. Das möchte ich eigentlich nicht haben. Kaori ist Gran Fogita, na super. Wie viel machen wir dem dann? Wie viel machen wir dem Gran Fogita? Ich habe jetzt natürlich nicht hingeschaut, ob der Überbrückung hat, aber ich gehe mal stark davon aus. So, wir machen dem ja überhaupt keinen Schaden. Das ist ja geil. Wir machen dem ja überhaupt keinen Schaden. Will ich für einen Ladungsstoß gehen? Will ich hier für einen Ladungsstoß gehen? Das bringt mir eigentlich nicht so viel, ne? Ich gehe für den Voltwechsel. Ich gehe hier für den Voltwechsel.
Das ist jetzt nervig. Das ist wirklich nervig. Okay, er bleibt drin. Das sind etwa 30%. Das sieht nach einem Offensiven tatsächlich aus, so ein bisschen, wenn ich das richtig sehe. Tja. Werfe ich jetzt hier Xerox einfach rein? Aber ich mache halt mit Xerox nicht so viel gegen den. Ich muss aber Xerox hier reinwechseln. Ah, oh, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Tarnsteine kommen, ja, nervig. Tarnsteine sind hier nervig. So. Können wir eine Donnerwelle haben? Kann ich hier einfach mal Schwertanz drücken? I guess schon. Ja, ich drücke hier einfach mal Schwertanz. Wir können ja auch Zugabe haben, ne? Der könnte auch eine Zugabe haben. Hat er eine Feuerattacke, lernt er, glaube ich, nicht. So. So. Ich mache mir den mit Xerox, machen wir guten Schaden. Die Tarnsteine sind jetzt halt echt nervig. Ich habe zwar zweimal Boots dabei, tatsächlich, aber für den Stash ist halt Katastrophe. Aber Fruyal ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, tatsächlich. Index kommt. Wer ist Index? Das ist der. Das ist voll okay. Kann jetzt natürlich den Schnee holen. Aber wir one-hitten den halt. Wir one-hitten den. Wir gehen hier nicht für die Staffette, wir one-hitten den. So, damit ist Lushoking down und sein Schnee ist weg. Sein Schnee ist weg. Gut. Und I guess wir gehen jetzt in Fruyal, weil wir hier spinnen können. Es kann jetzt natürlich wieder Gran Fogita kommen. Aber ich möchte hier eben kein Free Palafin geben. Ja. Es kann auch einfach Viscogon wäre nervig. Viscogon wäre jetzt hier an der Stelle sehr nervig. Aber wie gesagt, unser Fruyal ist hier jetzt nicht mehr so wichtig, weil er kein Maskagato dabei hat tatsächlich. Und ich will halt wirklich die Tarnsteine wegbekommen, um den Sash auf Wolverock zu erhalten, weil sonst ist unsere Konterstrategie ja komplett nutzlos. Die wäre ja komplett nutzlos. So, Hyoka kommt rein. Okay, das ist der. Das ist der. Den darf ich nicht setupen lassen, ist das Problem. Den darf ich einfach nicht setupen lassen. Ich muss eigentlich für Power Whip gehen. Ich muss hier wirklich für Power Whip gehen. Das ist ja super nervig. Kann ich das machen? Eigentlich nicht. Ich gehe für die Kehrtwende. Ah, oh, wenn er jetzt eine Bauchtrommel rausbekommt. Spielt er ein Bauchtrommel-Set? Ich glaube nicht, oder? Der wird doch kein Bauchtrommel-Set spielen. Warum geht er in den? Ich könnte ja auch Turmkick haben, theoretisch, ne? Ich könnte auch einfach Turmkick haben. Okay. Was macht er jetzt? Geht er einfach für die Eisattacke? Geht er hier einfach für die Eisattacke? Dann gehen wir in Xerox. Geht er hier einfach für die Eisattacke straight? Bauchtrommel kommt. Okay, das ist aber in Ordnung. Weil wir in Xerox sind. Hat er Citrobeere? Ja, hat er. Okay, er hat die Citrobeere. Aber wir killen den halt trotzdem. Ich muss jetzt zwar hier für Bullet Punch gehen. Muss ich. Ja, wobei er könnte Full Speed sein. Ich muss hier für Bullet Punch gehen. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Also, keine Chance. Kann ich nicht machen. Ja, er geht raus. Okay, jetzt kommt Palafin halt rein. Jetzt kommt halt hier einfach Palafin. Aisa. Ist das Palafin? Nee, das ist der. Okay, das ist actually in Ordnung. Das ist in Ordnung. So. Der wird ja speziell defensiv sein, ne? Da hier. Okay, der hat Lefties schon mal. Gut zu wissen. Der hat Lefties. 25% machen wir mindestens gegen... Ah ja, doch, der scheint speziell zu sein. Okay. Ich kann hier eigentlich jetzt wieder für einen Schwertanz gehen. Wenn ich möchte. Möchte ich, das ist die Frage.
Möchte ich hier für einen Schwerttanz gehen? Eigentlich, nee. Wenn der Foulplayer also Schmarotzer drückt, kann ich das nicht machen. Das kann ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Das sah aber jetzt eher nach physisch defensiv aus, tatsächlich. Ist der physisch defensiv? Diesmal gehe ich wieder in Froyal. Er kann natürlich für Schmarotzer gehen, aber ich will es jetzt nicht eingehen, dass Donnerwelle kommt, okay. Ja, da wäre Jojo auch mies gewesen, tatsächlich. Da wäre Jojo auch mies gewesen, so. Der kann jetzt hier wischen. Natürlich. Aber ich gehe jetzt hier für den Turbodreher? Ja, ich guess schon. Ich kann auch einfach wieder für U-Turn gehen. Aber ich will eigentlich die Rocks weghaben. Schutzschild kommt, okay, jetzt sieht er, wofür wir gehen. Jetzt die Fullpara, bitte. Gib mir die Fullpara. Yes! Yes, okay, nice. Er sieht nicht, wofür wir gehen. Er sieht nicht, wofür wir gehen. Okay. Protect Donnerwelle. Wish, der muss Fullplay haben. Der muss voll. Er kann auch Doppelkick nehmen, tatsächlich, aber das macht auch gegen Juve nicht genug. Also, klar, beide Hits brechen unser Sub, aber einer reicht nicht, wenn er nicht invested ist. Deswegen, er muss eigentlich Fullplay haben, weil Fullplay auch gegen mein Team ultra gut ist. Ist es halt leider. So, Turbodreher kommt. Damit sind die Rocks weg. Damit sind die Rocks weg. Wunschtraum kommt, ja, war klar. Das war klar. Die Frage ist, geht er hier nochmal für eine Donnerwelle? Oder geht er fürs Schutzschild? Er weiß halt nicht, dass wir Scarf sind. Weiß er nicht. Ich kann in den gehen. Um die Donnerwelle zu... Ja, bringt mir das so viel? Ich mach's einfach mal. Ich mach das einfach mal. Er könnte in Kolowal gehen, tatsächlich. Er könnte in Kolowal gehen. Wäre das schlimm? I guess not. Schmarotzer kommt, okay. Er hat den Schmarotzer dabei. Er hat den Schmarotzer dabei. Das heißt, er wird hier niemals auf Donnerwelle gehen. Hier wird ja niemals eine Donnerwelle kommen. Das heißt, wir gehen für den Voltwechsel. Gehen hier für den Voltwechsel. Okay, es kommt kein Schutzschild, das heißt, es wird Schmarotzer kommen. Hier wird Schmarotzer kommen. Schmarotzer ist fein auf dem. Schmarotzer ist fein. Weh, jetzt kommt die Donnerwelle. Weh, hier kommt die Donnerwelle. Wish kommt, okay. Das ist auch fein, das ist auch fein. Das ist auch fein. Wish ist völlig in Ordnung. Der Schmarotzer sollte den Sub auch nicht brechen können. So, wir gehen hier für den Delegator. Gehen hier für den Delegator. Das ist alles noch in Ordnung. Das ist alles noch in Ordnung. Wish hat 16 AP noch, oder? Ja, Wishstone ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aber das ist in Ordnung. Komm, er geht raus. Er geht raus hier an der Stelle. Aogami, wer ist das? Das ist gut, Ra. Das ist gut, Ra. Wir bekommen den Sub raus. Wir bekommen hier einen Sub. Wie viel machen wir gegen gut, Ra? Nicht so viel, aber ich schaue einfach mal. Vielleicht bekommen wir einen Flinch oder so. Vielleicht bekommen wir einen Flinch. Ja, okay, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Wir haben den Flinch bekommen, das ist nice. Aber das ist speziell defensiv und AV, I guess. Vielleicht noch ein Flinch? Schade, Hydro kommt. Oh, geht für Hydro-Pumpe. Geht hier für die Hydro-Pumpe. Die hätte er ja gut missen können, ne? Okay. Gut zu wissen schon mal. Der ist AV. Er kann jetzt natürlich. Er kann sich eigentlich nicht erlauben, auf Flammenwurf zu gehen. Wobei, Sherox macht dann auch nicht so viel, ne? Ne. Er kann für den Drachenmove gehen.
Ich gehe für Froyal. Ich gehe hier für Froyal. Der baut halt Druck auf, ist das Problem. Der baut leider Druck auf. So, wir haben denen schon mal gut Schaden gemacht. Ich muss halt irgendwie mal gut in Brutalanda reinkommen. Das wäre geil. Das wäre jetzt wirklich, wenn ich jetzt Brutalanda hier irgendwie sicher reinbekomme, könnte es schon GG fast sein. Flammenwurf kommt, okay. Gut predicted. Tanken wir. Tanken wir. Aber ist okay. Der ist nicht so wichtig. Der ist paralysiert und der Grund, weswegen er da ist, ist nicht hier. Das ist in Ordnung. Und wir würden dann Brutalanda gut reinbekommen. Wir würden dann Brutalanda gut reinbekommen. Er geht raus. Oh, bitte keine Fullpara jetzt. Bitte jetzt keine Fullpara. Oh, der Delfin. Jetzt die Fullpara wäre Katastrophe. Okay, haben wir nicht bekommen. Gut. Gut, das war keine Fullpara. Kann ich da im Invest schon was Gutes sehen? Hier. Ja, schwierig abzuschätzen. Okay, was machen wir gegen den? Will ich hier in Mens gehen? Eigentlich nicht. Will ich eigentlich nicht machen. Ich kann in den gehen, aber der bringt mir nicht so viel. Ja, wobei. Doch, kann ich eigentlich machen. Kann ich machen. So, er muss hier hart rausgehen. Es wird wahrscheinlich Umbreon kommen. Es wird wahrscheinlich Umbreon kommen. Ja, er geht raus. Okay, jetzt hat er den halt schon mal oben, was nervig ist. Aisa, ja, das war Umbreon, glaube ich. Ja. So. So. Gegen Umbreon. Können wir hier den Nahkampf drücken? Ist das die richtige Entscheidung? Ja, der killt auf jeden Fall. Der killt alles, was er hat. Wir können hier free auf CC gehen. Können hier free auf CC gehen. So. Wir drücken hier immer den Nahkampf. Wir drücken hier immer den verdammten Nahkampf. Und jetzt muss er was abwerfen. Schutzschild. Das ist okay. Ja, seine Recovery bekommt er. Ah, kann das jetzt tanken? 75 Min-Damage, wenn er komplett. Wenn er nichts in physische Verteidigung hat. Wie viel hat er noch? Oh. Ah. Ein bisschen Mix, das wäre problematisch jetzt, ne? Aber das Risiko kann eigentlich nicht eingehen, dass jetzt Umbreon hier droppt. Würde ich sehr gern nehmen, tatsächlich. Würde ich wirklich gern nehmen, aber das Smarteste aus seiner Perspektive wäre, glaube ich, Kolowal hier zu sacken. Aus meiner Perspektive das Beste wäre Viscogon oder Palafin. Das wäre für mich das Geilste. Das wäre für mich auf jeden Fall. Okay, er geht schon mal raus mit dem. Geht raus. Wen gibt er mir? Hyoka. Das war Koloval, genau. Das war der. Koloval ist down. Damit bekommt Wolverog einen Kill. So, und in wen geht er? Wir haben noch den Sash. Wir haben den Sash noch. Tuma, wer ist Tuma? Das ist der. Will der sich jetzt setupen, ist die Frage. Gehen wir mal davon aus, dass er Full KP ist. Dann machen wir 61%. Das ist natürlich ärgerlich, aber wir drücken hier CC. Drücken hier den CC. So, wir haben den Sash. Also ich kann auch auf Konter drücken, aber wäre halt blöd, wenn er jetzt für Setup geht. Das wäre natürlich blöd. So, das ist guter da Schaden. Wir sind schneller, das heißt, er ist nicht Scarf. Er ist nicht Scarf. Ableitkick kommt. Dann wäre es Konter gewesen. Dann wäre es Konter gewesen. So, der heilt sich jetzt natürlich. Oh, das ist sehr viel, was er sich geheilt hat. Wir könnten für einen Turbofelsen gehen. Könnten wir machen. Wir können nochmal für CC gehen. Ich gehe nochmal für CC.
gehe hier nochmal für Sissi. Oh, Konter wäre so gewesen. Er geht raus. Oh. Er geht hier raus. Kaori. Was ist der? Hat der eine Priomi, oder? Der droppt auch einfach, okay. Der droppt einfach. Wolf bekommt noch einen Kill. So. Und er muss jetzt eigentlich in Palafin gehen. Er muss in Palafin wieder gehen. Weil die anderen beiden droppen. Die anderen beiden droppen. Ha. Gehe ich jetzt für den Turbofelsen? I guess ja, oder? Gehe hier für den Turbofelsen. So, diesmal. Ja, diesmal geht er für Düsenhieb. Okay. Diesmal geht er für Düsenhieb. Okay. So. Wie viel machen wir mit Menz? Menz sollte hier gut Work machen. Menz sollte hier sehr gut Work machen. Wir gehen für die Terra Drachenklaue. Ich brauche hier kein DD. So, er geht raus. Er geht hier raus. Er gibt mir Umbreon. Der droppt an 2. An 2 droppt der auf jeden Fall. Der kann sogar schon an einem gut droppen. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Der kann hier schon an einem droppen. So. Ist er Fullspeed Band Palafin? Dann sind wir am Speed-Teil. Und dann würde der Ice Punch auch killen. Okay, das war nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Das war nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Geht er jetzt für Schutzschild oder geht er für die Para? Geht er für Schutzschild oder die Para? Ich kann es eigentlich nicht riskieren, ne? Er könnte auch für Wish gehen. Könnte auch für Wish gehen. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Moment. Das war weniger als gedacht. Hey, ich muss doch... Ah, hier. Ich mach doch mindestens 51% auf dem. Das kann doch gar nicht... Ah, nee, hier. So, okay. Er geht nicht für Schutzschild. Geht er für die Para, ist die Frage. Okay, wir killen den. Sehr gut, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, dass wir den killen. Sehr, sehr wichtig. Hochmut, okay. So. Und er muss hier in Palafin gehen. Ja. Er muss hier in Palafin gehen. Und ich gehe weiter für Drachenklaue. Wenn er nicht Fullspeed ist, haben wir gewonnen. Wenn er nicht Fullspeed ist, der kann nicht Fullspeed, oder? Der ist nicht Fullspeed. Never. Never ist der hier Fullspeed. Ja, wir sind schneller. Okay, damit droppt der. Zack. Palafin ist down und Viscogon droppt auch an Brutalanda. Viscogon droppt hier auch. Sehr nice, sehr, sehr nice. Puh, das ist cool. Noch ein 5-0 direkt in Folge. Das freut mich jetzt ein bisschen. Vor allem vor dem Match hatte ich ein bisschen mehr Angst. Hier hatte ich ein bisschen mehr Angst davor. So. Hier noch die Drachenklaue, auch nicht verklickt. Der kann nicht Scarf sein, das haben wir gesehen. Der hat seine Moves gewechselt und laut Kalk muss der Full Special Defense mit AD sein. Also, vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall viel. So, damit haben wir gewonnen. 5-0 wieder. Sehr geil für die Tabelle. freut mich wirklich. Nächste Woche geht es dann an Lonomei ran. Der müsste, glaube ich, auf Platz 1 aktuell stehen. Ungeschlagen, wenn ich das irgendwie richtig im Kopf habe. Das wird dann nochmal ein sehr spannendes Match. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Froja hat sogar überlebt, weil ich den schon wegwerfen wollte. Aber ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.